Im Jahre 1865 wurde der Verein der Freiwilligen Feuerwehr in Villach gegründet. Die immer wieder auftretenden Brände geboten zu dieser Maßnahme. Zu ihrem 25-jährigen Jubiläum wurde das erste Feuerwehrhaus der Stadt eingeweiht, das Sie hier am Hans-Gasser-Platz Nummer 5 sehen. Das Gebäude war ein bemerkenswertes Gemeinschaftsprojekt der Villacher Bevölkerung. Zahlreiche Spenden und ehrenamtliche Hilfstätigkeiten ermöglichten nicht nur die schöne Ausschmückung im späthistorischen Stil, sondern auch die rasche Fertigstellung. Das Bauwerk konnte nach nur 4-monatiger Bauzeit bezogen werden. Das war absolute Rekordzeit. Besonders notwendig war der Schlauchtrockenturm, den man auch heute noch sieht. Weiters war im neuen Feuerwehrhaus die fachgerechte Unterbringung der Löschgeräte möglich. Das Haus diente bis 1992 der Freiwilligen Feuerwehr Villach als Heimstätte. Ende des Zweiten Weltkriegs war hier auch die britische Fire Brigade unter Major Baker stationiert. Sie arbeitete mit den noch wenigen verbliebenen Feuerwehrmännern aus Villach vorbildlich zusammen. Die Fire Brigade half, die Freiwillige Feuerwehr wieder aufzubauen, stellte Treibstoff zur Verfügung und reparierte die Feueralarmanlage. Die Freiwillige Feuerwehr stand und steht ganz nach ihrem Motto: Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, bei Notfällen bereit. Ihr zu Ehren wurde von der Stadt Villach am Hans-Gasser-Platz der bronzene Feuerwehrmann aufgestellt.